Willkommen zum Update Wirtschaft hier in Frankfurt am Donnerstag. Eine gute Nachricht aus der Wirtschaft zu finden, das war heute Morgen schwierig. Deswegen fokussieren wir uns erstmal auf die vielleicht besseren Aussichten. Zum Beispiel am Immobilienmarkt. Die Bauzinsen sinken ja schon latent. Die Kaufpreise sind auch zumindest etwas herabgekommen. Lohnt es sich jetzt, in Immobilien zu investieren? Über das Für und Wider spreche ich mit unserem Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion in Hamburg, mit Nicolas Lieben. Schönen guten Morgen, Nicolas. Hallo, schönen guten Morgen. Ja, die Bauzinsen sind zumindest etwas gefallen, die Kaufpreise auch. Lohnt sich jetzt der Hauskauf, wie man schon vielfach liest, oder lieber noch warten? Für viele scheint es so zu sein. Also die Nachfrage nach Eigentum ist deutlich gestiegen. Das sehen wir in den Metropolen wie Hamburg, Stuttgart, München, Frankfurt, Berlin. Das sehen wir aber auch im Umland und zum Teil auch im ländlichen Raum. Es gibt neue Daten von Immobilien-Scout24. Da heißt es, die Nachfrage ist gestiegen um bis zu 50%. Ganz Ähnliches hören wir von den Banken, von den Sparkassen, was Immobilienfinanzierungen angeht. Interhyp, ein Kreditvermittler, hat im Handelsblatt gesagt, so groß wie jetzt war die Nachfrage noch nie. Das liegt sicherlich an den Zinsen, das liegt sicherlich an den Preisen, zum Teil möglicherweise auch an den doch etwas höheren Gehältern zum Teil und an den Löhnen. Aber da sollte man eben nicht nur drauf gucken, denn die persönliche Situation und das Objekt sind natürlich auch ganz wichtige Kriterien. Was heißt das so im Detail? Also erstmal muss man ja sagen, du hast es auch gesagt, die Zinsen sind ja doch gesunken. Also wir hatten in der Spitze mal 4,2%. Wir liegen jetzt im Augenblick so bei 3,5% bei einer 10-jährigen Laufzeit. Das hilft schon ein Stück weit. Und wenn wir uns die Preise angucken bei den Häusern, dann sind die zurückgegangen oder bei den Immobilien allgemein. Hat sich jetzt allerdings ein bisschen beruhigt und man erwartet ehrlich gesagt keine großen Sprünge mehr, was die Zinsen nach unten angeht oder auch was die Kaufpreise angeht. Das liegt auch daran, ja, die EZB, die Europäische Zentralbank, wird wahrscheinlich die Zinsen demnächst senken, die Leitzinsen. Aber da ist eben sehr vieles schon eingepreist. Und eins darf man natürlich auch nicht vergessen. Sollten die Zinsen dann tatsächlich weiter sinken, sollte das noch ein bisschen in die Knie gehen, dann ist es in der Regel auch so, dass die Nachfrage dann steigt. Und was passiert, wenn die Nachfrage steigt? Dann steigen natürlich auch die Preise. Aber nochmal, persönliche Situation ist eben auch ganz, ganz wichtig. Viele nutzen Immobilien auch, um fürs Alter vorzusorgen. Ist das sinnvoll? Wie ist das sinnvoll? Also das kommt auch immer so ein bisschen auf das Modell, auf das eigene Lebensmodell an. Natürlich ist es ja vorteilhaft, wenn man auch seinen Wohnraum selbst ein bisschen gestalten kann, ohne nachfragen zu müssen, wenn die Kündigung nicht droht. Ja, wenn man irgendwann mietfrei wohnt, wenn alles glatt läuft, natürlich sind das alles positive Kriterien. Aber das Ganze hat eben auch Nachteile. Also man muss sich dann eben selbst um die Heizung kümmern, wenn sie mal kaputt ist. Und vor allen Dingen, man ist doch unflexibler mit einer selbstbewohnten Immobilie. Man stelle sich vor, man kriegt ein tolles Jobangebot weit weg, dann überlegt man sich das dreimal, ob man das tatsächlich machen kann. Wenn man mit Investoren spricht, dann sagen die, Immobilien sind schon gut, aber eine Möglichkeit ist zum Beispiel auch, eine Immobilie zu kaufen, diese Immobilie zu vermieten und selbst zu mieten. Das heißt, wenn diese Immobilie mal abbezahlt ist, die man vermietet hat, dann bezahlt diese Miete die eigene Miete ab und dann bleibt man dann doch relativ flexibel und vor allen Dingen, man nutzt auch noch Steuervorteile. Aber wie gesagt, es gibt viel für und wider. Und deswegen muss man da immer auf die individuelle Situation das Ganze nochmal abgleichen. Was heißen denn diese neuen Tendenzen für den ohnehin angespannten Mietmarkt? Also das ist ein Stück weit schon eine gute Nachricht, weil diejenigen, die jetzt Eigentum präferieren, die jetzt wieder nach Krediten nachfragen, die sind natürlich diejenigen, die dem Mietmarkt in der Vergangenheit eher erhalten geblieben sind, weil die möglicherweise eben nicht kaufen konnten, weil das alles zu teuer war. Wenn die jetzt wieder umschwenken und sagen, ich kaufe mir jetzt noch eine Eigentumswohnung oder möglicherweise ein Einfamilienhaus, dann wird der Mietmarkt dann doch ein bisschen entspannt. Und das sehen wir auch an den Mieten derzeit. Die sind nicht mehr so stark gestiegen, wie wir es in der Vergangenheit hatten. Allerdings, und jetzt kommt der ganz große Haken, wir hatten ja gerade den Wohnungsbautag, da hieß es, 800.000 Wohnungen fehlen in Deutschland. Und dieses Problem lösen wir natürlich überhaupt nicht mit Eigentumswohnungen und auch nicht mit Einfamilienhäusern. Wir haben heute Morgen auch übrigens ganz neue Daten bekommen vom Statistischen Bundesamt. Die Zahl der Baugenehmigungen hinkt noch deutlich hinterher, hinterm Vorjahr. Bei Wohnungen sind es ungefähr -20%, bei Einfamilienhäusern -35%. Also die Nachfrage steigt, das ist ein bisschen Erleichterung im Markt, aber
es ist noch immer angespannt und es ist noch immer sehr, sehr schwierig. Ein bisschen Erleichterung im Markt. Nikolas Lieben, vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Wer mehr zum Thema Immobilien wissen möchte, kann zum Beispiel in unseren Podcast Gold und Asche reinhören, den es in der ARD-Mediathek gibt und überall dort, wo es Podcasts gibt. Sie ist Gründerin, sie ist längst auch selbst Investorin, sie ist Sprecherin und ihre Mission ist Diversität. Das ist Vielfalt, das ist aber mehr als Vielfalt. Wie geht die Gesellschaft mit diesem Thema um? Ist das überhaupt ein relevantes Thema in der breiten Masse? Bespreche ich jetzt mit der Investorengründerin Tijen Onaran von Global Digital Women. Schönen guten Tag, Frau Onaran. Hallo. Diversität, das hat ganz viele Facetten. Vielfalt, Chancengerechtigkeit, Inklusion, Zugehörigkeit. Und seit 2017, Sie haben eine eigene Firma gegründet, beraten Unternehmen dazu. Was hat sich da getan? Hat sich da überhaupt schon was getan bei uns im Land? Es hat sich auf jeden Fall sehr viel getan. Also wir haben überall schon die Erkenntnis, dass Vielfalt immer besser ist als Einfalt und dass Vielfalt vor allem Innovation fördert. Das ist auch rational total nachvollziehbar, weil es immer besser ist, wenn unterschiedliche Perspektiven an einem Tisch sitzen, wie wenn eine Perspektive an einem Tisch sitzt. Aber zwischen Erkenntnis und Umsetzung ist ja bekanntlich eine große Differenz. Und da merke ich, da hapert es bei den Unternehmen. Also sie brauchen ganz viel Unterstützung darin, wie sie konkret Vielfalt umsetzen können. Ob es darum geht, mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen oder auch gerade das Thema Generationenvielfalt. Im starken deutschen Mittelstand ist ein Riesenthema, aber auch das Thema soziale Herkunft. Also wer kann eigentlich in diesem Land aufsteigen und was braucht es konkret dazu auch an Rahmenbedingungen? All das sind Themen, die mich in der Beratung beschäftigen. Insofern zu Ihrer Frage, es passiert was, aber natürlich noch nicht in der Geschwindigkeit, die ich mir wünsche. Mhm. Wenn das schon in der Gesellschaft so schwierig ist, Sie sagen Frauen in Führungspositionen, tut sich was, aber schleppend. So ältere Menschen im Arbeitsmarkt, tut sich was, aber schleppend. Rassismus ist ein Thema geworden. Also es gibt viele Bereiche, wo es gesellschaftlich schwierig ist. Warum sollte es denn dann in Unternehmen besser laufen mit der Diversity? Naja, Sie sagen es schon richtig. Also die Unternehmen sind ja meistens ein Abbild für die Gesellschaft. Und derzeit erleben wir einen Diskurs, der extrem emotionalisiert ist, gerade im Bereich Vielfalt. Wir haben Menschen, die sich sehr stark für dieses Thema einsetzen, zum Teil auch sehr aktivistisch, was manchmal gar nicht zuträglich ist, gerade wenn wir den Realitätsabgleich in den Unternehmen haben, weil da ganz andere Themen als, ich sag mal, das Thema Gendern beispielsweise eine Rolle spielt, sondern vielmehr das Thema, wie können wir wirklich Vielfalt und Meinungsvielfalt in den Unternehmen fördern. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Unternehmen, die Rahmenbedingungen haben, die sie setzen müssen, die auch Quoten haben, die sie erfüllen müssen und die jetzt vor der großen Herausforderung stehen, diese Quoten auch umsetzen zu müssen und sind manchmal eben auch überfordert. Und in dieser Komplexität eine Lösung zu finden, ist extrem herausfordernd. Es geht aber dann, wenn man sich konkrete Ziele setzt, genauso wie jedes Unternehmen Umsatz- und Renditeziele hat, sollte es sich eben auch Ziele in puncto Vielfalt setzen, die aber realistisch sind und diese mit Maßnahmen untermauern. Und dafür kommt es darauf an, dass man eben auch einen CEO hat. Meistens sind es ja eben auch die Männer an der Spitze, die dann echt dieses Commitment haben, zu sagen, Vielfalt ist für mich genauso wichtig wie jedes Umsatz- und Renditeziel, genauso wichtig wie jedes Kultur- und Innovationsthema. So, aus Ihrer praktischen Erfahrung, wollen die CEOs das, wollen die Unternehmen das? Sie sagen, es gibt Vorgaben oder sagen die, ach, naja, gut, wir müssen, also, ach, mach mal einer. Also das Gute ist, dass viele CEOs ja selber auch Töchter haben und mir dann immer erzählen, dass sie am Abendbrottisch mit ihren Töchtern diskutieren und die dann sagen, Mensch Papa, wenn ich mir die Unternehmensspitze von deinem Unternehmen angucke, das ist jetzt nicht besonders vielfältig, also da muss schon was passieren. Das ist das Gute. Aber das andere ist, dass eben die CEOs häufig gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Also ist es das Thema Sprache? Ist es das Thema Frauenförderung? Ist es das Thema Geschlechtervielfalt oder Generationenvielfalt? Und da braucht es eben auch Unterstützung. Deswegen habe ich auch irgendwann gesagt, dass ich eben eine Beratungsfirma unterstütze oder eben gründe, weil ich dann konkret auch helfen kann, nicht nur die Ziele zu entwickeln, sondern die Maßnahmen. Also welche Maßnahme zahlt eigentlich auf das Thema mehr Frauen in Führungspositionen ein? Und da brauchen die Unternehmen Unterstützung. Deswegen gibt es so eine Beratung, wie wir es sind. Wenn der Stein einmal ins Rollen gekommen ist, was kommt denn so in der Praxis tatsächlich dabei wirklich sichtbar rum? Und wie lange dauert das? Das ist ja auch ein Prozess.
Es ist definitiv ein Prozess. Diversität ist ein Kulturthema. Alle Kulturthemen sind Prozessthemen, die dauern lange. Es braucht eine langfristige Strategie. Was ich tatsächlich merke, ist, dass wenn Sie eben konkrete Ziele haben, dass Sie sich auch daran messen können. Und ganz konkret bedeutet das zu sagen, okay, was wollen wir beispielsweise bis in 2 Jahren erreichen? Ob es das Thema Frauen in Führungspositionen ist oder eben auch die Generationenvielfalt. Wie schaffen wir es eigentlich, die Menschen, die das Unternehmen in den nächsten 2 Jahren verlassen, dass sie das verlassen, wenn sie es verlassen, dass dieser Wissenstransfer nicht mitgeht. Also wie schaffen wir den Wissenstransfer zu den jungen Menschen? Und welche Voraussetzungen, Bedingungen braucht es für die jungen Menschen heutzutage, damit die gerne zur Arbeit kommen, ja? Damit sie gerne herkommen, damit sie flexibel arbeiten können? All das sind Themen, da gibt es spezielle Programme, es gibt Mentoring-Programme, es gibt Generationenvielfalt-Programme, also es gibt da ganz viel mittlerweile auf dem Markt. Nur da braucht es eben wirklich ein echtes, ja, echtes Commitment seitens der Vorstandsspitze, seitens des Boards, dass sie sagen, für uns ist es ein absolut wichtiges Thema und wir machen das nicht aus aktivistischen Gründen, sondern aus unternehmerischen Gründen. Statistiken zeigen, diverse Teams sind erfolgreicher als undiverse Teams und wir stehen ja heute hier an der Börse. Also was gibt es Besseres, als zu sehen, dass ich unternehmerisch erfolgreicher sein kann, wenn ich eben eine Diversität im Team habe? Sie haben selbst inzwischen 3 Unternehmen. Die Beratung, Sie investieren und Sie haben auch eine eigene Agentur. Wie divers sind Ihre Unternehmen? Ja, da bin ich auch ganz selbstkritisch, das ist ein guter Punkt. Tatsächlich bin ich nicht so divers, wie ich mir das vorstellen würde, auch für mich selbst. Also wenn ich mich jetzt selbst beraten müsste, würde ich sagen, du bist definitiv noch nicht da, wo du bist. Weil bei mir ist es so, ich setze mich seit Jahren für das Thema Frauen und Geschlechtervielfalt, aber auch soziale Herkunft ein. Und bei mir bewerben sich natürlich vor allem sehr viele Frauen, die sagen, Mensch, das, was du machst, ist super, ich will mit dir gemeinsam arbeiten und diese Welt da draußen ein Stück weit verändern. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Aber es bedeutet, dass ich mich natürlich anstrengen muss, auch vor allem die männlichen Talente für mich zu gewinnen. Und daher versuche ich eben, die auch konkret selbst zu rekrutieren und anzusprechen. Also nicht darauf zu warten, dass die zu mir kommen, sich bei mir bewerben, sondern ich schaue, okay, wen will ich eigentlich in meinem Unternehmen haben und wie kann ich die begeistern, dass sie bei mir sind. Und das ist übrigens auch ein Tipp, den ich Unternehmen mitgeben kann. Also nicht zu warten, dass die Talente zu einem kommen, sondern aktiv zu rekrutieren. Und Vielfalt lässt sich aktiv rekrutieren, indem ich mir überlege, wo ist denn Vielfalt? Wo gibt es Communities, Netzwerke, die diese Vielfalt adressieren und wo muss ich als Unternehmen präsent sein? Legen Investoren Wert auf Vielfalt? Legen Sie als Investorin Wert auf Vielfalt? Tatsächlich kommt das immer mehr, auch geprägt aus den USA. Und wir merken in der Beratung ganz stark, dass amerikanisch geprägte Unternehmen, die sozusagen auch internationale Investoren, Investorinnen haben, viel stärker den Regularien unterworfen sind, als es die deutschen Unternehmen sind. Und da merken wir, da passiert viel, weil viele Investoren sagen, ich investiere nicht mehr in Unternehmen, die nicht divers sind. Weil Diversität ist für mich ein ausschlaggebendes Kriterium, wenn es darum geht, kreativ zu sein, innovativ, aber vor allem auch wettbewerbsfähig zu sein. Das heißt, ja, es passiert viel und man kann eigentlich sagen, je internationaler Unternehmen sind, desto mehr legen sie Wert auf Diversität. Was jetzt meine Rolle als Investorin betrifft, ist es durchaus so, dass ich, wenn ich mir mein Portfolio anschaue, es überwiegend Gründerinnen sind, das habe ich bewusst gesagt, weil statistisch ist es so, dass Frauen weniger Zugang zu Kapital bekommen als Männer. 97% der Risikokapitalfirmen werden von Männern geführt und man kann schon die Kausalität herstellen, dass Männer in Männer investieren. Gar nicht, weil sie böse sind oder so, sondern weil es ein Naturell ist, weil man in das investiert, was einem ähnlich ist. Und das müssen wir durchbrechen und deswegen habe ich gesagt, ich investiere vor allem erstmal in Frauen und dann natürlich auch vielen Menschen mit sozialer Herkunft, Migrationsgeschichte, weil ich eben auch diese Geschichte mitbringe. Und da braucht es mehr Investoren, die auch Vielfalt, aber auch Themen wie Nachhaltigkeit als ausschlaggebendes Kriterium in ihrem Portfolio tatsächlich haben. Und wenn jetzt ein gutes Männerteam kommt mit einer guten Idee zur richtigen Zeit, was sagen Sie dann? Das hatte ich. Ich hatte das tatsächlich auch bei Höhle der Löwen. Und da habe ich in Logger investiert, was eine glutenfreie Brotbackmischung ist. Und es ist ein Gründer, es ist ein Mann. Und ich fand das Produkt so gut, dass ich gesagt habe, okay, ich habe zwar meine Prinzipien, aber es wäre ja total destruktiv für mich, für meine Weiterentwicklung und im Übrigen auch für die Vielfalt meines Portfolios, wenn ich jetzt so an diesem Geschlecht hängen würde und sagen würde, weil du ein Mann bist, investiere ich nicht. Nee, ich möchte ja auch diverser werden. Nichtsdestotrotz möchte ich darauf Wert legen, dass die Teams, die bei mir pitchen, die ich sehe, dass die vielfältig sind, weil ich weiß, dann sind die Produkte auch besser. Die Produkte, die die durch unterschiedliche Perspektiven entwickeln, sind einfach definitiv besser und unternehmerisch erfolgreicher. Sie wollten, haben Sie mal gesagt, Polizistin werden. Jetzt sind Sie Gründerin und Investorin geworden. Wie haben Sie es gemacht?
Ich habe tatsächlich einfach gemacht. Ich glaube, das ist die Lösung oder das ist vielleicht auch das Geheimrezept. Ich habe nie darauf gewartet, dass mich jemand anspricht, sondern ich habe mir überlegt, was will ich erreichen. War ja lange Zeit auch in der Politik. Das heißt, da habe ich gelernt, auch für mich, sage ich mal, zu trommeln, für mich einzustehen, weil ich ja Menschen überzeugen musste, mir ihre Stimme zu geben. Und dann bin ich in die Wirtschaft und da habe ich festgestellt, wenn ich etwas erreichen will, dann muss ich es sagen. Wenn ich mehr Gehalt möchte, dann muss ich es fordern. Also all die Rahmenbedingungen, die wir jetzt über den Staat versuchen zu regulieren und auch herzustellen, aber auch seitens der Unternehmen, helfen ja nichts, wenn wir, vor allem auch Frauen, sagen, Mensch, das traue ich mir nicht zu, das mache ich nicht. Sondern ich muss ja durch die Türen, die mir geöffnet werden, selber gehen. Das heißt, ich habe immer geguckt, dass ich einfach mache und nicht warte. Das eine Ding ist, Sie fördern gerade Projekte von Frauen, erleben aber selbst, wie Frauen über Frauen herziehen. Und auf Ihren Social-Media-Kanälen sieht man auch häufig echte Hasskommentare. Also Sie fördern Frauen und werden dafür verachtet, gehasst. Wie gehen Sie damit um? Also irgendwann hat man natürlich so eine gewisse Form der Abgebrühtheit und weiß, okay, das gehört irgendwie dazu. Und je visibler und je öffentlicher man wird, desto mehr kommt natürlich auch Gegenwind. Und zum Start braucht es übrigens auch Gegenwind. Also wenn ich nur Rückenwind habe, dann werde ich nicht gut. Und es ist ganz entscheidend, dass ich eben für mich lerne, da einfach für mich gut zu sein. Was ich aber eben anderen Frauen immer wieder mitgebe, ist, also ich muss jetzt nicht jede Frau vergöttern. Und ich muss sie auch nicht lieben, das machen Männer auch nicht gegenseitig. Aber warum muss ich unnötig einer anderen Frau das Bein stellen? Also es gibt genügend Platz für alle da draußen. Und jede ist auf ihre Art und Weise einzigartig. Und ich bin der festen Überzeugung, das habe ich in der Politik gelernt, wir müssen Koalitionen bilden und Banden bilden und Bündnisse. Weil gemeinsam ist man immer stärker als alleine. Und wir Frauen, finde ich, können da auch mal an uns selbst arbeiten und uns eben gegenseitig unterstützen. Uns für Aufsichtsratsmandate empfehlen, für Beiratsmandate. Das ist etwas, was wirklich strategisches Netzwerken ist. Und das gebe ich den Frauen immer mit. Eine letzte Frage, mit der Bitte um eine kurze Antwort. In diesen Zeiten, wie viel schwieriger ist es jetzt zu gründen, den Mut zu haben, vielleicht ins kalte Wasser zu springen, aber auch selbst unternehmerisch weiterzumachen? Was motiviert? Die Wirtschaftslage ist extrem angespannt, das muss ich schon sagen. Aber als Unternehmerin bin ich Grundoptimistin und Resilienz ist sozusagen mein zweiter Vorname. Und was motiviert ist, dass ich für mich sagen kann, ich kann echte Veränderungen anstoßen. Und wir Unternehmer, Unternehmerinnen sind echte Macher und Macherinnen. Und unser Erfolg zeigt sich vor allem in Momenten des Misserfolges und in Momenten der Resilienz. Tijen Onaran, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Wie divers sind jetzt genau gerade deutsche Start-ups, also Firmen, die neu gegründet wurden? Und wie stehen wir da hier eigentlich im internationalen Vergleich? Und was bringt das unterm Strich für die Unternehmen? Das schauen wir uns jetzt noch mal etwas detaillierter an, nämlich mit Andreas Lukisch. Er ist Vorsitzender der Business Angels Frankfurt Rhein-Main und von Verunet Capital Partners. Schönen guten Tag, Herr Lukisch. Schönen guten Tag. Wie divers ist Deutschlands Start-up-Landschaft überhaupt heute? Ich denke, wesentlich diverser als noch vielleicht vor 20, 25 Jahren, dem Bereich, den ich jetzt überschauen kann. Man muss vielleicht grundsätzlich einteilen, die Gründerteams oder die Startups, die man so verstehen kann, oder natürlich auch die Investoren, Unterstützer auf der anderen Seite. Also Sie können jetzt natürlich rein statistisch vorgehen. Ja, der typische Gründer ist natürlich männlich, kommt aus gutem Hause, hat die entsprechende Ausbildung. Allerdings stellen Sie fest, dass Sie jetzt schon circa fast 50% auch weibliche Gründerinnen haben. Und dass, wenn Sie jetzt Diversität entlang anderer Kategorien anlegen, also Herkunft, Art der Ausbildung und so weiter, es wird besser und besser. Aber wir sind noch nicht da, wo zum Beispiel die angelsächsischen Länder oder andere Regionen dieser Welt sind. Also besser heißt noch nicht gut. Hilft Diversität gerade bei Start-ups? Das sind ja meistens junge Leute, die eigentlich dieses Thema schon sozusagen von klein auf anders wahrgenommen haben als ältere Generationen. Ja, man muss ja jetzt so sagen, also Startups werden gegründet immer klischeehaft von natürlich jungen Studienabbrechern. Allerdings können Sie feststellen, dass Serienunternehmer oder auch die bisschen älteren, erfahreneren, die 40-Jährigen, 50-Jährigen, 60-Jährigen, dass die normalerweise qualitativ fast noch die besseren Startups zustande bringen. Aber ich sage mal, es ist immer eine Prägungssache oder auch eine Trauenssache. Also Sie müssen sich trauen, ein Startup zu gründen und Sie müssen auch befähigt sein, ein Unternehmen aufzubauen.
Und in der Befähigung hilft natürlich, jetzt ich komme stark aus der Finanzierungsecke natürlich, ja, wenn Sie kein Geld haben, kein Geld verdienen, Sie müssen ja von etwas leben. Ne? Das heißt, es begünstigt automatisch die, die da ein bisschen freier vorgehen können. Also umso wichtiger ist natürlich, dass man Startups von außen finanziert und denen natürlich hilft, die Sachen zu überbrücken, die sie vielleicht nicht so gut machen können. Und Diversität an sich hilft natürlich. Ne? Also ich selber kenne den Bereich jetzt schon einige Jahrzehnte. Natürlich können Sie feststellen, dass je vielfältiger ein Team ist, also von Geschlecht, Ausbildung, Herkunft, Art des Denkens, normalerweise desto erfolgreicher ist eine Unternehmung. Also nicht nur ein Start-up bei der Gründung, insbesondere bei der Skalierung. Ja, die müssen ja mehrere Jahre gut zusammenarbeiten. Deswegen per se ist das fördernswert oder anstrebenswert. Auch auf der Investorenseite, beide Seiten. Ja, also Diversität, ein Thema, auf das Investoren schon mehr schauen. Diversität, etwas, was Unternehmen auch erfolgreicher machen kann. Ja. Wenn wir jetzt aber mal schauen, investieren denn Investoren da gezielt mit diesem Blick? Was spielt denn sonst noch eine Rolle? Natürlich auch mal Geschäftsmodell, aber es kommt ja aufs vermutlich noch mehr an. Ja, ich würde vielleicht so sagen, Diversität ist natürlich ein wichtiges Thema, aber nicht das ausschlaggebende Thema. Ja? Also normalerweise investieren Sie nicht in diverse Teams oder in bestimmte andere Dinge. Man schaut, erst einmal, ist da überhaupt eine Geschäftsidee, die überhaupt im Markt einen Platz hat? Also können Sie ein Startup erfolgreich aufbauen? Das Zweite, was man schaut, dieses Team, egal wie das aufgestellt ist, trauen Sie dem zu, dass es die ersten Jahre das auch erfolgreich macht und im Hinterkopf auch behalten, wie muss ich dieses Team irgendwann mal auch ergänzen? Das sind mal die Hauptkriterien. Wenn das nicht stimmt, dann wird das Startup auch über die ersten Jahre schon mal per se keinen Erfolg haben. Und dann gibt es eine ganze Reihe nachgelagerter Dinge. Natürlich schaut man sich an, ist das Team divers? Ja? Kann man möglicherweise Leute reinbringen, die sonst nicht die Chance hätten, die aber das Team bereichern könnten? Ja? Das heißt, aus Investorensicht muss man erst einmal schauen, dass das Team Erfolg haben kann, dass man selbst mit dem Team Erfolg haben kann und dass man eben nicht nur irgendwo frustrierte Gründer erzeugt oder Gründerinnen, die nachher eben da enttäuscht sind. Sie waren lange in den USA. Das ist per se ein Gründerland. Aber viele Gründer sind dort auch zugewandert. Die Mehrheit. Welche Rolle spielt Herkunft? Also ich sage immer scherzhaft, ich war länger in Silicon Valley. Dort ist quasi niemand geboren und dort ist fast auch niemand ausgebildet. Die sind alle innerhalb, außerhalb der USA hinmigriert mit völlig unterschiedlichen Hintergründen. Und selbstverständlich stellen sie dort quasi über viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte fest, dass die sehr offen sind für Neues. Aber sie müssen immer berücksichtigen, zum einen, es gibt keine Hürden. Also egal, wo ich herkomme und wie ich bin, man kann mir zutrauen, aufgrund meiner fachlichen Expertise oder der Gründungsidee, dass man auch gründen kann. Und das Zweite, ganz, ganz Wichtige ist, man kriegt auch Kapital dafür. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die typische Einwanderin, die so immer klischeehaft da quasi gar nichts hat, ja, die muss ja auch finanziert werden können. Und die Investoren dort sind sehr viel offener, unabhängig der persönlichen Hürden oder Herkünfte, Teams zu finanzieren. Und das können Sie feststellen, alle wichtigen Unternehmen, die Sie nehmen, sind quasi, haben alle eine ähnliche Biografie. Also diese Risikobereitschaft, die dann auch den American Dream durchaus ermöglicht. Wenn wir jetzt mal hier nach Europa schauen, dann ist das in Deutschland sehr, sehr viel schwieriger. Aber bei den französischen Nachbarn scheint Diversität viel besser zu laufen, namentlich in Paris. Ist das wirklich so im europäischen Vergleich? Oder können die einfach nur besseres Marketing? Also über Marketingkommunikation ist sehr wichtig und Sie wissen auch, dass wir als Deutsche sozusagen klischeehaft da nicht so richtig gut drin sind. Also in Europa, denke ich, stehen wir, was die EU angeht, schon sehr gut da. Ich würde, wenn dann weniger nach Paris, eher nach London schauen. London quasi als eine Art sehr ähnliche sozusagen Startup-Landschaft wie die USA. Dort haben Sie Diversität mit 100%, wenn man die so angeben würde. Selbstverständlich ist Paris eine größere Stadt, ein größerer Ballungsraum, der zieht inhärent natürlich schon viel Internationalität und andere Diversität an. Aber man würde nicht sagen können, dass wir da europäisch ins Hintertreffen geraten sind. Ich denke, als Europa an sich können wir sehr viel aufschließen, gerade zu den angelsächsischen Ländern. Aber gerade Deutschland, da hat sich ja seit Corona, haben sich die Karten nur ein bisschen neu gemischt. Der Wettbewerb ist größer geworden. Die Menschen kommen nicht dringend hierher. Mit der Bitte um eine kurze Antwort gehen die alle lieber woanders hin. Ja,
Die ganz kurze Antwort, ja, weil Sie müssen immer schauen, wir müssen als Markt oder als Lebenswelt oder auch als Gesellschaft einfach gründenswert und lebenswert sein. Und wir haben mit Corona uns da, denke ich mal, im Vergleich zu anderen, ich denke mal Richtung USA, England, auch Asien, nicht unbedingt günstig positioniert. Und da müssen wir jetzt einiges aufholen, dass wieder die Leute freiwillig zu uns kommen und hier auch aktiv sind. Einiges aufholen ist ein gutes Stichwort, Andreas Lukisch. Haben Sie ganz vielen Dank. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, damit sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung. Eine kleine gute Nachricht habe ich aber doch noch gefunden, nämlich ein erfreulicher, freundlicher DAX heute zum Handelsauftakt. Wenn Sie mögen, sehen Sie uns morgen wieder, dann ist mein Kollege Stefan Wolf für Sie da. Machen Sie es gut.